Wollt ihr euch etwa an meinem Befinden erfreuen? Es scheint, war unser Herr Obergardist mal wieder etwas zu redselig. Auris Nasus Oculus. Zeistra, dank eurer Gewissenhaftigkeit ist dieses Problem ja nun aus der Welt geschafft. Aber etwas anderes war von so einem treuergebenden Schoßhündchen wie euch auch nicht zu erwarten. Dennoch ist euch scheinbar entfallen, dass das Haus Nicebeck nicht mehr Mitwisser duldet, als für seine Pläne nötig sind. Wie ich hören konnte, war dieser Ardo vom Eberstamm ein Freund von euch. Ein sehr guter sogar, wie mir scheint. Dann werden euch sicher die letzten Momente seines Daseins interessieren. Über die Qualen, die dieser Mann durch meine Hand erlitt, bevor ich ihm zusammen mit seinem Herzen das Leben entriss. Verwunderlich. Ich hatte gehofft, dass er wimmern oder gar um sein räudiges Dasein betteln würde. Obwohl ich mir so viel Zeit mit seinem Tod ließ, wollte er einfach keinen Schmerzenslaut von sich geben. Doch genug in schönen Erinnerungen geschwelgt. Vielleicht gelingt mir ja mit euch, was mir bei eurem Freund nicht gelang. Ignisfero!